Ach, moin, Chefchen. Ach, was machen guten Morgen. Sie? Ob alle Fahrzeuge nach unserem letzten Großeinsatz ja auch wieder in Schuss sind. Nicht, dass ihr. Ja, das war doch erfolgreich, oder nicht? Super, das müssen wir doch zugeben, oder? Also der Brückenbau, das war. Ja, der war wirklich gut. Und der Landrat hat sich bei mir persönlich bedankt. Das kommt also sehr selten vor. Ehrlich? Hat mir auch noch eine Flasche Shampoos mitgegeben. Ja, und das ganze Dorf spricht. Ich hab vom Jupp eine Pulle Marille gekriegt. Das ganze Dorf spricht von uns. Das ist also unglaublich. Die sind so begeistert über diese Brücke. Also die sagen, das ist, also gerade der Bauer Ewald, der hinten seinen Hof hat. Ach, der auch? Ja, sicher. Hat er seine Schweine über die Brücke getrieben? Sie haben doch das Silo bei ihm aufgestellt und dann Ja, genau. Abkürzung zum Kieswerk, um halt seine Sachen da wegzubringen. Das ist also Wahnsinn, oder? Sehr gut. Ja. So, was liegt denn an heute, Chef? Ja, ich würde sagen, ich muss Ihnen da noch was mitteilen. Na, ich bin und gespannt. Zwar hatte ich. Können wir schon mal Richtung Dings gehen? Da so? Ich habe gestern noch Erzählen einen Anruf bekommen und hatte gestern Abend noch hier Besuch. Sie haben Besuch gehabt? Ich hatte da eine Anfrage. Ich will halt gar nicht wissen, wer es war. Umschüler gehabt. Ein Umschüler. Ihr Ernst? Ja, der hat bei mir angefragt, ob er nicht bei uns anfangen könnte. Was hat er denn umgeschult? Ja, irgendwie Lagerarbeiter war er und mochte jetzt nicht mehr im Lager arbeiten. Möchte mal an der frischen Luft und in einer gesunden Firma arbeiten. Und da habe ich gesagt, wir können das ja mal probieren. Er müsste eigentlich schon hier sein, ich weiß gar nicht. Also ich gucke mal so auf die Uhr, wir haben jetzt 10 vor 6. Wo ist er? Wo ist er denn? Eigentlich hier. Ach, gucken Sie mal, da kommt er gerade. Wo ist er denn? Ach, da. Ja. Oh, der ist aber aufgeregt. Guten Morgen. Guten Morgen, Chefin. Morgen. Ja, das ist der Herr Finch. Moin. Das ist der Herr Hoxton. Guten Morgen, Herr Hoxton. Finch. Ja, moin, Finch. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Wie kommt man an so einen Namen? Ja. Finch. Das ist ja nicht deutsch, ne? Finch ist nicht deutsch. Nicht so, nee, weniger deutsch, aber ist meinen Eltern geschuldet, kann ich nichts für. Ja, gut, okay. Können Sie ja auch nichts für. und Sie wollen heute hier so richtig so mal einen Tag, so Probearbeit-Tag oder wie läuft das? Oder haben Sie schon einen Vertrag ausgehandelt? Also, Chefin und ich haben uns gestern Abend gemütlich zusammengesetzt im Büro und. Gemütlich? Ja. Chefin, haben Sie mir was zu erzählen oder was? Oder störe ich? Nee. Herr Hoxton, es ist alles in Ordnung. Ja. Ich musste ja mit ihm ein ausführliches Gespräch führen. Ich musste ja wissen. Ja, das kennt man ja. Das hat man ja schon damals im Dorf gesehen, ja, ihre ausführlichen Gespräche mit den. Ja. Herr Hoxton, rein geschäftlich. Ach so. Rein geschäftlich, ja, natürlich. Muss er vorher die. Ne, ist egal. Ich sag's nichts. Ja, weiter. Wir wollen arbeiten. Ja, und ich hatte mir dann gedacht, damit wir wissen, ob Herr Finch auch gut zu Ihnen passt, habe ich. Zu mir muss er nicht passen. Auf jeden Fall zu unserem ganzen Bereich, den wir hier ausfüllen, machen wir mal so einen kleinen Tag und ich nehme mal einen kleineren Auftrag an und wir gucken mal, wie er sich so macht. Ja. Ja, gut. Dann nehmen Sie mal an. Ja, und da habe ich mir einfach ein. Achso, ich habe gehört, Klasse 2 hast du. Klasse 2 ist vorhanden, jawohl. Ah, okay, gut. Also ich möchte jetzt mal eins sagen, pass auf. Du musst zu mir nicht Herr Hoxton sagen, du kannst auch ruhig, ja. Da sagst einfach Don und dann... Alles klar, Don. Ne? Aber du kannst auch zwischendurch, wenn du mal Bock hast, dann, wenn er Herr Hoxton sagt, ist auch nicht schlimm. Verstanden, machen wir so. Gut. Und ich sag zu dir einfach Paul oder Finchi oder so. Genau. Gut, super. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Gut. Ja, Chefin. Haben Sie. Ja, das Problem ist jetzt ein anderes. Ich würde sagen, Sie beide, Sie machen erstmal einen kleinen Containertransport, damit wir sehen können, wie der Herr Finch so im Verkehr klarkommt. Und in der Zeit gucke ich mal, dass ich den anderen Muss ich mir das angucken, wie der mit dem Verkehr... Muss, Chefin. Bitte? Muss ich mir das wirklich angucken, wie er mit dem Verkehr klarkommt? Ich meine, das ist Privatsache. Das ist richtig, aber... ich kann doch nicht da... Wo soll ich mich denn da hinsetzen? Vor dem Bett? Also, Herr Hoxton, ich glaube nicht, dass das jetzt hier zugehört. Soll ich dann Diensttafeln hochhalten? Nummerntafeln? Nein, Herr Hoxton, das nicht. 1,0. Wir holen einfach mal einen Container und bringen den zum Gießwerk. Dann können Sie wahrscheinlich auch wieder ein kleines
extra bekommen, wie ich das verstanden habe. Also Sie haben den Auftrag schon angenommen? Ich nehme ihn jetzt an. Ja, nehmen Sie mal an, dann kann ich mal gucken, welcher Auftrag das ist. Und dann kann ich den, erstmal, den, weil der andere Auftrag dem Finchi hier mal erzählen, was wir machen müssen. So, pass mal auf, Finchi. Wir beide. Ich bin dann nochmal an den Fahrzeugen, ja? Ja, ja. Ich kümmere mich um den Jungen. Also, pass auf, wir beide. Danke. Ja, danke. Also, besorge einen Schuttcontainer vom Kieswerk und transportiere die Ladung in den markierten Bereich Gartenhandel. Das ist ein kleiner Auftrag. Den können wir eben fertig machen. Wir fahren jetzt mal eben mit dem Taxi zum Absetzcontainer. Ja? Du weißt, wie es geht mit dem Taxi? Ja. Weißt du, ne? Alles klar. Dann machen wir mal. Ich finde jetzt leiser. Also, bis gleich. So. Jawohl. Bin ich schon drin? Ja, ich eigentlich auch. Warte, ich steig mal aus. Ich glaube, du sitzt jetzt am Steuer, ne? Oder? Ja, komm mal raus. Alles klar, pass auf, jetzt gehst du rüber, du fährst. Okay. Komm. Du musst auf der andere Seite, genau. Ich steige jetzt hier ein. Hä, wieso kann ich da nicht rein? Was ist denn da los? Ich verstehe das nicht. Ach, steig mal aus, bitte. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich muss fahren, glaube ich. Kann das sein? Komm mal rein. Ja, ich glaube, du kannst noch gar nicht fahren, ne? Das müssen wir mal mit der Chefin bequatschen. Ja. So, pass auf. Wir fahren jetzt erstmal, damit du dir das angucken kannst, genieß die Fahrt. Wir fahren jetzt erstmal zum Kieswerk. Ich halte die Augen offen. Halt die Augen offen. Du musst ja auch die Wege merken, ne, damit du weißt, wo das Kieswerk ist und sowas alles. Ich zeig dir auch gleich die neue Brücke, die wir gebaut haben. Sehr gerne. Da fahren wir nämlich dran vorbei. Und kümmere dich nicht um die Ampeln, ne? Ja. Die Ampeln sind hier eigentlich. Für uns auf jeden Fall scheißegal. So, warte. Von dem Händler kaufen wir hier alles. Der hat richtig Ahnung hier. Oh, 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 oh. Der macht nichts. So, pass auf, dann müssen wir hier links. Ja. Und die nächste müssen wir rechts. Ich kürze immer ab hier. Ja, sicher. So, siehst du da hinten schon die Brücke? Ja. Die haben wir gebaut. Diese hier, das ist unser Werk. Nicht schlecht, also auf an. Da war vorher keine Brücke. Die hier, kannst mal gucken da, die haben wir gebaut. Aber dann donnert ziehe ich den Helm. Ja, das ist nett, wenn du einen aufhättest. Hab ich, aber hast du ja, glaube ich, ne? Ja, super. So, und du hast die ganze Zeit, hast du im Dings gearbeitet, im Lager oder was? Und immer Frühschicht, Mittagsschicht, immer also Wechselschicht. Ja, ja. Eingestempelt, ab auf den Stapler und immer nur hin und her. Auch scheiße, oder? Ja. Ja, hier bist du an der frischen Luft, ne? Also ich bin sehr froh, dass die Chefin mir die Möglichkeit gibt. Ja, ja. Und ich habe ihr gesagt, dass ich sie nicht... Ja, das Einzige, was du hier hast, ist eben halt... So, pass auf, jetzt hier rechts ist das Kieswerk. Und da muss ich, glaube ich, bei dem Vogel jetzt gleich einen Container holen. Ich muss mal eben kurz hier rein. Die Einfahrt ist ein bisschen blöd. Oh. Aber pass auf. Hier rein. Weil hier gibt es die Container. Ah ne, Moment, der steht da hinten. Siehst du den? Da hinten steht er. Ach, da hinten, der rote. Ja, ja, genau. Den müssen wir jetzt aufnehmen. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Containerdienst gearbeitet hier. Sie haben ja wohl voll. Immer nur die großen Momente in den letzten Tagen. Ja, korrekt. Moment, der ist ja voll. Jetzt muss ich doch mal gucken. Warte mal, ich muss jetzt erstmal die Arme ausschwenken hier. Ja, genau, so sieht er. Die Arme bewegst du oder komm mal her. Du kannst ja, glaube ich, gar nicht fahren. Ne? Komm, ich steige nochmal aus. So, jetzt komm du mal nochmal auf den Dings. Und versuch mal, ob du das kannst. So, pass auf. Ich sag dir jetzt, wie du die Arme ausfahren kannst. Und zwar hast du da so eine Falltaste. Meine Falltasten? Ja, die Falltasten. Genau, so bewegst du den richtig. Genau. Und guck mal, dass du den jetzt noch weiter ausfahren kannst mit Pfeil oben oder unten. Guck mal, ich glaube oben oder unten. Ja, genau. Das ist Pfeil links. Ja, das machst du super.
Jetzt musst du ranfahren an den Container. Und dann irgendwann steht da ankoppeln. Hast du. Und jetzt versuch den mal so mit den Pfeiltasten auf, wieder auf den LKW zu kriegen. Hervorragend. Hervorragend. Die Pfeiltasten nach unten drücken, damit er ein bisschen runterkommt. Nach unten drücken die Pfeiltaste. Hervorragend. So. Wo müssen wir hin? Zum Gartencenter? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Gartencenter? Mhm. Genau. Gartencenter. Aber, glaub ich, da sein. Wolltest du fahren? Dann komm, ich rein. Komm rein. Alles klar. Dann fahr hier rechts. Muss die auch die rechte Ausfahrt nehmen da hinten, ne? Ja, gewöhnlich an den LKW. Fahren kannst du ja wahrscheinlich. Ja. Genau, jetzt fährst du da raus. Und dann fährst du am Ende, wenn du rauskommst, fährst du rechts. Ja, hervorragend. Ist frei. Rechts raus. Genau. Und immer geradeaus. Ja, fahren kannst du, Junge, ja, ne? Wie gesagt, die Klasse 2 verlernt man ja nicht. Und eins muss ich dir auch noch sagen. Wir haben hier in der Stadt haben wir einen Marktplatz. Ja. Da gibt es Eintopf-Jupp. Okay. Ja, und der Junge, der Eintopf-Jupp, der macht die leckersten Eintöpfe auf, von der ganzen Welt. Mhm. Ja? Und da kannst du locker auch mal lecker Eintopf essen oder auch mal eine Marille trinken. Also sagen Sie aber das nicht der Chefin. Ich glaube, ich sollte sie so ein bisschen im Zaun halten. Das hat sie mir bei der Einstellung. Na, ich sag da gar nicht. Das bleibt unter uns, Junge. So, am Ende fährst du links. Und links hier siehst du schon den Baustoff, den Garten, das Gartencenter. Da müssen wir ja hin. So, ich guck mal. Warte mal. Da ist frei. Okay, du kannst abbiegen. Links. Und sofort die nächste Einfahrt wieder links rein. Hier rein. Korrekt. Jetzt gucken wir mal. Da ist der, siehst du den markierten Bereich von den vier Pylonen? Da fährst du mit dem Container, da lädst du den Container ab. Genau in dem Bereich. Machst du gut, das machst du gut. Warte, ich weiß dich ein, warte. Bitte. Ich hab's ja so gelernt. So, Junge, komm mal. Komm mal. So, jetzt kannst du den mal schon mal ab rausschwenken. Hervorragend. Bisschen höher, jawohl. Ausschwenken. Rückwärts fahren, noch ein Stück. Und jetzt absetzen den Container. Jawohl, das war's schon. Ja. Super. So, kannst du wieder die Arme reinhängen. Jawohl. Sehr gut gemacht. So, jetzt fährst du hier raus, links. Jetzt zeig ich dir das Stadion, was wir gebaut haben. Da hinten steht die Susi. Die hat hier mit dem Maus... Da willst du öfters mal... Susi, hi! Hallo, ich bin der Neue. So. Genau, jetzt fährst du links raus. Hier ist frei. Und jetzt zeig ich dir mal das Stadion. Da haben wir gebaut. Ja, Donne, siehst du schon die Flutlichter? Ja. Das haben wir gebaut. Guck dir das an. Das war vorher nur ein, das war nur ein Rasenplatz. Wäre ich gern schon bei gewesen. Das war echt der Hammer. Das war. So, pass auf, fahr mal hier um Rasen. Pass auf, fahr mal weiter geradeaus. Fahr mal geradeaus und dann gucken wir uns dann mal richtig an, das Schade. Wir haben alles gebaut, ey. Komplett mit Tore, mit Flutlichtmasten, Tribünen, alles gebaut. So. Ja, hier, fahr mal rechts rein. Die Chefin kann ruhig ein bisschen warten, weißt du? Fahr mal hier rein, genau. Jetzt fährst du auf die rechts auf den Parkplatz oder ist das abgeschlossen? Nee, ist offen. Fahr mal drauf hier. Auf den Parkplatz und dann gucken wir beide uns mal das Stadion richtig an. So, fahr rechts. Bis vorne hin da. Jo. Und jetzt bleib mal stehen. Dann steigen wir mal aus und gucken uns das Stadion an. Dann komm mal ran, Jung. Dann haben wir gebaut. Kannst du dir das vorstellen? Mit allem. Also meine Hochachtung. Guck dir das an. Hammer! Guck mal, wenn du jetzt hier auf den Rasen stehst und so, guck dir das mal an hier. Wissen Sie, ich war eigentlich immer Tormann gewesen.
Ah, du warst Torwart, ah, okay. Ja. Aber Hammer, oder? Hammer. Das haben wir gebaut hier. So, meine Hochachtung, ganz ehrlich. Erst haben wir den Rasen gemacht und dann kam die auf die Idee, ja, Rasen, ja, die wollen ja jetzt ein bisschen höher mit der Mannschaft und so, ne? Und dann haben die gesagt, brauchen wir Flutlicht, weil wir auch abends spielen, dann haben wir Flutlicht noch gemacht. Ja, kann ja auch mal ein Pokal hier stattfinden. Und, ja, absolut, ne? Und dann irgendwann brauchten die mehr Zuschauer und haben die Tribüne gebaut. Fertig ist jetzt. So, komm, wir müssen, zum Hof. Oh, da haben wir, glaube ich, ja, wir haben ja alles in verschiedenen Bauschritten gemacht. Das heißt also erst den Rasen, ja. Dann war wieder ein bisschen Zeit und dann kamen die Flutlichtmasten, die mussten wir ja noch holen und so. Das hat schon scheiße lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen. Glaube ich. Jawohl. So, komm, wir müssen zurück, sonst dreht die Chefin am Rad. Das wollen wir nicht. Nee. Das wollen wir nur wirklich nicht. Ah, wir haben viele Sachen hier gebaut. Jawohl. Soll ich fahren? Ja, so. Alles klar. Wir müssen unbedingt zur Chefin, weil die dreht mir am Rad. Ey. Die weiß ja gar nicht, wo wir sind. Oh, ich sitze am Steuer. Oh ja, da fahr ich. Auf jeden Fall super geiles Stadion geworden. Muss ich sagen, voll. Top. Ja, du wirst jetzt bei den nächsten Bauvorhaben wirst du dabei sein. Und so, jetzt muss ich überlegen, wie fahren wir jetzt am schnellsten zurück? Am besten über die neue Brücke, wa? Links. Ja, sind wir am schnellsten. Fährst hier links raus. Hier ist frei. Ja. Ist frei, alles klar, raus. Ja, also, da war so ein kleiner Auftrag, jetzt weißt du Bescheid. Einweisung bestanden. Ja, absolut. Jetzt will ich natürlich überlegen, ob wir den nicht wieder beim Händler abstellen, ne? Dann Taxi nehmen. Das wäre natürlich. Pass auf, du musst hier rechts. Hier rechts. Jo, auf jeden Fall ist das Schild schon mal weg. Kommt doch wieder runter. Ja, hat gepasst, alles gut. So, fahren wir weiter. Ja, genau. Jetzt stellst du den Wagen wieder dahin, ne, wo wir den hergeholt haben. Beim Händler. Weil den brauchen wir öfters, weil wir ja öfters zum Händler müssen. Und dann switchen wir wieder zurück zur Firma. Jawohl. Fahren wir mit dem Taxi wieder zur Firma und dann ist gut. Ja. Also fahren kannst du, das muss man dir lassen. Mit dem Container kommst du auch klar. Außer das Schild muss jetzt sein, da hat mich aber gestört. Ja, dann bauen die wieder neu auf, da macht er mal keinen Kopf. Das passt dann schon. Jetzt weißt du, wo der lecker Eintopf ist. Die Marillen. Marille, aber darfst du, muss ich der Chefin sagen. Ne? Die ist dann so ein bisschen, die stellt sich ein bisschen an, weißt du. Geradeaus, neue Brücke. So, jetzt fährst du hier wieder rechts. Rechts. Wir müssen ja wieder das Auto da abstellen, wo wir den hergeholt haben. Den brauchen wir ja. Wow. Guck, ob die Chefin da noch einen neuen Auftrag hat für uns. Links. Genau. Ja, und legst du wieder rechts. Cool, Junge. Legst du rechts. Ja, man kann ja auch Blinker setzen, ne? Aber dann, wer braucht das schon, ne? Überbewertet. Ja, ist unnötig. Ach, unnötig. Links. Du weißt wohin, ne? Und die roten, so einen roten Kipper kaufen wir auch noch. Das haben sie da auch gebaut, hier nehme ich an. Ja, rechts. Und hier links. Genau, das haben wir auch gebaut. Ah, gut gemerkt, ne? Hast dich sehr viel für die Firma interessiert, ich ne? Ich hatte mich vorher schon über die Firma ein bisschen in Kenntnis gesetzt. Ah, okay. Alles klar. So, stellst du ihn jetzt genau da wieder am Rand hin. Ich steig schon mal aus. Kannst du da rückwärts ranfahren? Rückwärts, ja. Ja, stellst ihn hier wieder hin, ne? Hier so. Und dann passt das. Dann hast du drauf. Stellst ihn hier so nah am Rand hier, ne? Hier so nah am Rand hin, hier so. Ja, muss nochmal korrigieren. Guck mal, dass du hier so nah rankommst hier. Weil dann störst du keinen, weißt du? Weil dann haben die uns ja erlaubt, das Auto hier abzustellen, weißt du? Dann ist verständlich. Ja, ich hatte die Firmengelände, ne? Jawohl. Super. Einlenken.
Korrekt. Und jetzt nur noch gerade zurück. Hervorragend. So, ab zur Firma. Du weißt, wie es geht. Ab mit dem Taxi zur Firma. Wo steige ich ein? Kleinen Muldenkipper und weg. Jawohl, da sind wir wieder. Jawohl. So, mal gucken. Die Chefin guckt hier irgendwo rum. Wo bist du? Ja, Herr Hoxton. Wo bist du? Ja. Chefin! Ja, alles klar. Wo ist denn der Finchi? Ach, da. Ja, du musst in so ein Auto rein in hier. So ein Auto? Oder geht das gar nicht? Kannst du da nicht reinspringen? So. Du weißt, wie es geht, ne? Oben auf der Karte, ne? Drückst du auf das Fahrzeugsymbol und dann suchst du dir einfach ein Auto aus. Und dann springst du da rein. Drückst anklicken und rein. Anklicken. Mach mal einen kleinen Bodenklipper. Jawohl. Ja, sag ich doch. Und genauso machst du das. Hervorragend. Ja, Chefin, was soll ich Ihnen sagen, ne? Ja. Er hat's drauf, also fahren kann er. Ne? Kam super damit klar, alles mit allem. Hat sofort den Container aufgenommen. Ich habe ihn das gelassen, den Container aufnehmen. Hat den Container abgeladen, alles. Das klingt gut, ja. Ich hatte eigentlich vor, euch beiden noch einen anderen Auftrag zu geben, aber ich habe im Moment, ja, war wieder eine andere Firma schneller und wir haben den kleinen Auftrag nicht gekriegt, ne? Das ist natürlich ärgerlich, ne? Weil ich möchte auch nicht zu große Sachen mit euch veranstalten. Ja, das verstehe ich. Wieso mit euch? Weißt du, mit Ihnen? Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Haben Sie in dem Begleitfahrzeug hier, haben Sie da kein Fenster aufgehabt oder was? Was? Mit euch. Der hat da drauf, der Junge, der kann das. Okay. Ehrlich? Glauben Sie mal. Ja, ich würde sagen, das zeigen wir dann. Aber wir machen jetzt mal eine Mittagspause, würde ich sagen. Wir machen jetzt Mittagspause und wir sehen dann weiter beim nächsten Mal. So sieht's aus. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.